Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018 in der Koop-Saison mit dem Mike. Hey Leute! Wir fahren heute in Deutschland Grand Prix. Hallo. Alter, und das komplette Rennregen. Nicht dein Ernst. Das heißt aber auch, wir können auf unsere Reifen scheißen im Qualifying. Ja, aber nee. Bah. Boah, in echt war das ja auch ein Regenrennen, das echte Deutschlandrennen, so ein bisschen zumindest. Oh, ich starte hier sogar mit relativ... Leute, wir fahren hier am Tag der deutschen Einheit in Deutschland. Das musste jetzt sein, Leute. Gar nicht drüber nachgedacht. Ja, doch, stimmt. Tatsächlich. Hier, wir nehmen gerade am Feiertag auf. Falls ich bei Jan manchmal lagge, wie gerade eben wahrscheinlich. Ja. Falls ich bei Jan manchmal lagge, dann tut mir das schrecklich leid. Mein Internet. Der Boxenfunk. Mein Internet ist wahrscheinlich ab morgen, beziehungsweise spätestens übermorgen, wieder komplett normal. Hoffe ich zumindest. Also, wenn es heute noch ein bisschen laggt, dann entschuldigt das. Das passiert halt. Ich versuche wenig zu reden, obwohl ich das eigentlich nicht kann. ja. Oh shit, ich habe aus Versehen meine Kameraperspektive umgeschaltet, Hilfe. Ich fahre aber auch einfach raus, auch wenn ich das nicht mag. Wir können ja die Reifen komplett zerstören. Alle. Wait, was tue ich? Und ich kenne die Strecke absolut nicht. Wir haben, Jan hat die noch nie gefahren, ich habe die noch nie gefahren. Doch, klar habe ich die schon gefahren. Echt jetzt? Älteren. Ach ja, wow, in Eltern, ja. Aber ich habe die noch nie gefahren. Aber nicht mit Lenkrad. Ich habe die noch nie gefahren, ja. Ich habe keine Eltern gespielt, Leute. Und natürlich... Oh. What? What? Was ist das für eine Scheiße? Im Qualifying ist mein DRS kaputt gegangen. Was ist das für ein... Wie unfair! Als ob... Ups! was wollte ich sagen? Ja, wir sind hier im Red Bull Outfit mal wieder, man kennt's. Also, ja. Wir sind manchen Teilen echt eng. Also wir sind lang nicht mehr gefahren und halt Deutschland nicht. Ich bin noch nie in Deutschland gefahren, ja, in den Elternteilen halt. Mit Controller. Aber jetzt ohne Spaß, ne? Wir sind, wie lang war die letzte Aufnahme schon wieder her? Auch schon wieder eine Woche, ne? Ja, also gut eine Woche. Und das ist schon, du bist halt echt komplett raus einfach. Ich fahre gerade wieder so wie so ein Anfänger, ey. Obwohl ich eigentlich ja krass bin. Ich habe die letzten paar Rennen ja gewonnen. Das heißt die letzten paar, aber ich habe drei Rennen so quasi fast hintereinander gewonnen. Ja, weil Kanada du mich ausgerammt hast. Kanada, ja, genau. So ein Assi. Kann ich denn dafür, wenn du einfach in mich reinfährst? Junge, ist die Strecke hier eng. Ja, letzte Folge war sowieso absolutes Chaos. Ich hoffe, das passiert uns in der heutigen Aufnahmesession nicht. Wir nehmen natürlich wieder zwei, drei Rennen auf, wissen wir noch gar nicht genau. Aber hoffentlich einfach keine Probleme. Weil wir haben letztes Rennen Großbritannien. Oh nein, mich dreht's. Ach Mist, Runde weggeworfen. Großbritannien haben wir lila Sektor durchgehen. Viermal gefahren. Ah. Und dann gab's immer noch Probleme. Ja. Der Crash dann mit Jan und das ist alles ein bisschen blöd gewesen. Alter, was mache ich denn hier? Ich weiß es nicht. Mann, das war so gut bis dahin. Also ich fahre auf jeden Fall nicht gut. Ähnlich da, wo Vettel rausgeflogen ist, in echt bin ich gerade rausgeflogen. Wie? Wer hat denn das eigentlich gewonnen? Hamilton. Ah ja, okay. Weil da hat es dann irgendwie mitten im Rennen angefangen zu regnen und die Teams hatten alle keine Ahnung, was sie machen sollen und Ferrari hatte eine scheiß Taktik, Red Bull hatte noch eine beschissenere Taktik dann gewählt und Mercedes waren die einzigen, die Glück hatten. Dieser asozial, ich hab... Ja Leute, das wollte ich noch sagen, das Qualifying von Großbritannien, das gab es dann nur bei mir und da auch in schlechter Qualität, weil es da auch noch Probleme mit gab, weil wir da irgendwas verbockt hatten. Ja, also es war auf jeden Fall, das letzte Rennen war nicht so praktisch. Ja, passiert.
Ich bin gerade eine Runde komplett auf Mager und keine ERS gefahren. Eine gezeitete. Einfach, und ich hab's gar nicht gerafft, ne? Das ist ich wollte schlau. Ich wollte eine schnelle Runde fahren und hab's einfach nicht gerafft. Was ein Profi, Alter. Oh Mann. Ich bin dadurch Neunter geworden. Okay, die Strecke, wie gesagt, kennenlernen. Das Auto wieder müssen einfahren. Oh, mein DRS funktioniert wieder. Perfekt, zur nächsten gezeiteten Runde. Welcher Platz bist du? Ich habe noch keine gemacht. Ach stimmt, du hast dich ja gedreht. Ha, Leute. Hier gibt es drei DRS-Sektoren wieder. Ja. Ich muss die Strecke halt erst kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Nein, das war so schlecht. Oh mein Gott! Hacken hier gerade. Oh mein Gott, Vettel hängt mir am Arsch. Ich glaube, ich versau gerade die Runde von Vettel. Ist doch gut. Mann, okay, hier ist der Jan, zweite. Streng dich an. Hier ist du bist doch ein geiler Typ. Du musst jetzt tatsächlich gut fahren heute, weil wenn du es heute wieder verbockst, egal warum. Hä, ich bin in Großbritannien ultra gut gefahren. Ja klar, ich weiß, dass du gut gefahren bist, aber es hat halt nicht gereicht, weil wir es dann am Ende verbockt haben. Deswegen sag ich ja, du. Oh mein Gott, das war richtig schlecht. Ist ja egal, warum du es vielleicht irgendwie versaust, du musst es halt irgendwie nicht versauen, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das wird heute auf, in Deutschland nicht leicht, weil das ist natürlich auch für mich eine ziemlich neue Strecke. Wie gesagt, nie mit Lenkrad gefahren. Und vor 2 Jahren das letzte Mal mit Controller. Für mich ist die Strecke einfach absolut neu. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier tue. Keine Ahnung. Streckenverlauf kenne ich natürlich, aber. Ich nicht. DRS, eine DRS-Zone ist natürlich neu und. Das ist alles nicht leicht. Oh, die Reifen. Ja, eine gezeitete Runde mache ich gleich noch. Auch noch eine direkt hier hinten dran. Direkt hinten dran noch eine. Hey Leute, ihr müsst uns auf jeden Fall hier die Daumen drücken. Ja. Keine Scheiße passiert. Die Kurve ist so hässlich. Ich habe in meiner besten Runde bisher ultra die Fehler halt gebaut. Und ich auch. Die will ich halt jetzt vermeiden. Und dann nochmal rein und nochmal raus instant. Fuck, vergessen auf DRS zu drücken. Ich habe immer das Gefühl, ich drücke 2 Sekunden zu. Ja, nicht 2 Sekunden, 2000stel zu früh. Okay. Zweiter Platz. Vorübergehen. Oh, das war gut. Eine Sekunde rausgeholt fast. Alle sind drin, ey. What the fuck? 18. Boxen, Stop. Ich hier. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Oh Mann, ey. Was war deine beste Runde? Weiß ich nicht. Auswendig. Kann ich gerade nicht gucken. Naja, pass schon, pass schon, pass schon, pass schon. Nur wenn du Zeit hast. Nicht gut, aber. Ja, wenn du eh eine neue fährst. Ah, fuck. Oh mein Gott. Ich hab. Oh Mann, okay. Ja, es war eine neue, aber. Ich hab sie ultra nochmal verschlechtert. Fuck. Ah, fuck. Naja, wir fahren jetzt rein und gleich wieder raus. Momentan ist ja auch keiner draußen. Ich hau mir nur andere Reifen drauf und zisch wieder ab. Mein Benzin wird gleich alle gehen, glaube ich.
noch gut was mit. Ich könnte mir ein bisschen weniger mitnehmen jetzt. Ich hatte ein bisschen viel mit, glaube ich, das Gefühl. Lol, bei der Boxeneinfahrt ist voll Kies, Alter, was ist denn das? Mit wie viel kann man durch die Box? Mit 80, okay, also die Box geht. So, Force India fährt schon wieder raus. Oh fuck. Ich hab grad nicht auf die Strecke geguckt. Zum Glück nutze ich die Reifen nicht im Rennen. Holy shit. Das wäre jetzt echt kacke gewesen. Bin gerade einfach geradeaus aufs Kiesfeld gefahren. Also ein paar fahren jetzt schon wieder raus. Und wir auch gleich. Ach Gott. Ja, mein Benzin ist alle. So, andere Reifen. Und dann wollen wir ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,15,7. Dann gucken wir kurz auf die Zeiten. Okay. Die gehören alle Sektoren. Alle lila. Läuft. Und dann fahren wir wieder raus. Irgendwie mal kurz. Mal reinrotzen. Reifen gewechselt? Ja. Oh, jetzt muss ich warten, bis dein Trottel da reinfährt, Alter. Junge, du klaust mir meine Zeit. Okay, sorry. Geh doch weg. Mann, lass mich doch raus. Ich bin wichtiger, ich bin Pol. Hauptsache, die haben nicht mal meine Monitore weg. Sie fangen erst jetzt damit an, die hätten das ja schon machen können. Kannst du deine Monitore mal selber wegnehmen, musst du ja mal was arbeiten fürs Geld. Starker Regen verursacht nasse Streckenbedingungen, steht hier. Wow. Echt? Ist sogar Starkregen oder was? Was ist das denn, Alter? Ja, könnte gut sein, dass wir mit Blau starten. Und cool. Mit Blau zu Ende fahren. Hey, da hab ich ja richtig Bock drauf. Eine Stunde lang Blau. Ey, als ob wir jetzt im Regen fahren würden, Alter. Fick dich, Hamilton, fick dich. Boah, die Reifen sind fast eine Sekunde nochmal 18 schneller. Ich wollte Hamilton gerade aufhalten, aber hab's nicht hinbekommen. Das wäre auch ein bisschen assi gewesen. So, ich fahr auch nochmal raus. Das ist ein bisschen viel los gerade. Vor mir jemand, hinter mir jemand. Wenn ich Abstand zum Vordern lassen will, dann kommt der hinten. Das ist gerade unpraktisch. Und ich will meine Reifen aufwärmen. Geht doch alle weg. Auch so coole Rennhandschuhe haben wie der. Ja, sowas könnten wir uns auch noch kaufen. Richtig dumm, Alter. Den kann man gar nicht mehr in die Tasten drücken. Doch, natürlich. Das ist alles super. Es wäre halt nur ein bisschen dumm, wenn man halt irgendwie zu Hause mit Handschuhen sitzt von Red Bull. Nee, nee. Aber Tasten drücken, das sollte machbar sein. Vorhin haben wir das auch einer Paris. Platz 10, was willst du? Geh weg. Ja, die sind jetzt alle hier und das nervt mich ein bisschen, aber. Du bist jetzt auf P2. Du startest zurzeit aus der ersten Reihe. Komm, 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 zieh, Junge. Bist nur so langsam. Ich will eigentlich noch 2 fahren. So viel wie es geht. Ah, die Kurve habe ich schön genommen. Schön genommen, schön bekommen. Ich komme an Hamilton ran. Fuck. Das ist einerseits witzig, andererseits auch scheiße. Oh, hi, hi Alonso. So, eine saubere Runde nochmal. Ich hätte dich fast eingeholt, ne? Aha. Ich bin 0,038 schlechter als du. Sehr gut. 0,038. Alles richtig gemacht, Mike. Ja, nee, ist doch sauber. Und eine fahre ich ja bestimmt noch. Ah,
Ist so sauber. So, okay, hier, guck mal. Wenn ich jetzt keinen Quatsch mache, verbessere ich meine Rundenzeit. Und ich mach Quatsch. Oh, ich bin eine halbe Sekunde schneller, krass. Shit, Alter, ich hab gerade auf die Karte geguckt. Nein, das ist ein langsames Auto, geh weg! Ich hasse dich! Oh, Drift Need for Speed! Was machst du? What the fuck machst du? Holy shit, war das eine krasse Runde. Also die war auch noch voll viel mit Fehlern, aber... Scheinbar heftig. 1.13 trotzdem, keine 1.14. Sehr gut, damit bin ich zufrieden. Ich will nochmal nachlegen. Leg nicht nach. Ich bin im langsamen Modus, fahr gleich rein. Ja, ich komme jetzt zu euch und dann kann ich einen Scheißdreck machen, Alter. Fick dich, Grosjean! Fick dich! Auf jeden Fall in dieser Haarnadelkurve früh abbremsen. Dadurch ist man viel, viel schneller. Wenn man da wirklich übers Ziel hinausschießt, braucht man eine Sekunde oder so, kann man da verschwenden. Warum seid ihr alle hier? Geht doch weg! Hier sind einfach alle, Grosjean, Perez, Vettel, ja, ich hab alle überholt gerade. Ich überhole einfach komplett alle F1-Fahrer in meiner gezeichneten Runde. Wen willst du wieder verarschen? Ja, da kann man doch keine gute Runde fahren. Boxenstopp! Ach, wieso macht das so Qualifying bei mir nicht? Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Es bringt nichts, die Runde ist absolut scheiße. Ich halte mich ja sowas von auf, Alter. Naja, zweiter Platz ist doch gut. Ja, ja, ich weiß, aber ich will die Strecke halt nochmal ein bisschen fahren. Naja. Strecke schmecke. Strecke schmecke. Perfekt. Ja. Cool. Ah, noch 30 Sekunden, die können wir jetzt auch noch warten. Heute auch so ein Trinkschlauch wie die F1-Fahrer. Ja, das ist richtig geil. Wir haben in ihrem Helm irgendwie so ein System verbaut, also was im Auto liegt. So ein System, wo die halt quasi auf den Knopf drücken, auf den Lenkrad drücken die so einen Knopf und dann bekommen sie trinken. What the fuck, Alter. Und ich weiß noch, ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch in Deutschland war oder woanders. Aber irgendwo haben die dann immer im Boxenfunk gesagt, dass sie, weil irgendwer hatte gemeldet über den Boxenfunk, dass er kein Trinken bekommt, wenn er auf den Knopf drückt. Und dann haben die gesagt, ja, sorry, wir haben vergessen, die Flasche ins Auto einzubauen. Als ob. Weil die verschwitzen ja mehrere Liter während des Rennens. Also man muss was trinken, ansonsten kannst du ohnmächtig werden und so. Alter, ich bin fast eine Sekunde schneller. Als ob die krass. Die Flasche einfach nicht einfach... Ja, ich weiß auch nicht, wie sowas passiert. Und was weil, haben die dann gemacht? Essentielles. Er musste ohne Trinken weiterfahren. Und ist dann der ist dadurch halt total schlecht gefahren, weil, naja, du kannst halt... Weil, wie gesagt, du verschwitzt mehrere Liter. Du kommst da irgendwann nicht mehr drauf klar, wenn du nichts trinkst. Das ist Qual. Also, ich weiß nicht, wie er das durchgehalten hat. Also, er ist zu Ende gefahren, aber nicht gut. Das ist heftig, was das für Auswirkungen hat. Ich werde einfach rausgefahren. Oh Gott. Okay, wir gucken jetzt nochmal hier. Ich könnte... Ja, einholen kann ich keinen. Von Hamilton weg, ein Vettel näher ran. In der Konstrukteur können wir einen Mercedes näher ran, aber auch nicht einholen. Boah, das ist so der Plan, ne? Ich will Erster werden. Einfach. Einfach Erster werden. Was dahinter passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ist ja relativ einfach, ne? Nicht. Genau. Das ist mega easy. Vor allem, wenn es die ganze Zeit durchregnet. Oh, okay, wir starten mit Grün. Ja. Es regnet. Ich mach mir ein leichtes Auto. Ja, ich mach genau 34. Nee, ich mach 34,5. Man verbraucht ja meistens irgendwie ein bisschen mehr, glaube ich, bei Regen. Ja, okay, dann das wusste ich nicht. Mach 34,5, mal gucken. Ich meine, das ist nicht schlimm, wenn man mager fährt. Macht's vielleicht manche Sachen sogar einfacher. Aber. Nee, also. Ja, ich bin gespannt, ob man irgendwann. Also. Absolut hässlich einfach. Ich
kann mir gut vorstellen, dass man trotzdem noch auf Blau wechselt, weil die Bedingungen, vielleicht hat es gerade erst angefangen mit Regnen und die Bedingungen sind für den Start aber noch guck, so gut. Aber guck dir das doch mal an. Wer hat darauf jetzt Bock? Wer hat jetzt Bock, eine ganze Stunde im Regen zu fahren, Alter? Noch länger, die Rundenzeiten werden ja viel, viel schlechter dadurch. Ja. Also. Ach nee, wir verschwenden damit hier auch Aufnahmezeit. Mann! Was ist das? Ich rutsch ja schon. Wir haben eine längere Folge, ja, ich rutsch auch. Ja, toll, ey. Kotzig. Und hier, also wir müssen jetzt hier ganz, ganz dringend für den Start ich glaube die tatsächlich, Reifen auf Temperatur bringen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Zuschauer eine längere Folge haben. Ich ja, rutsch in die Wand. Das war so knapp, ne? Also ich war auf dem Gras, ich war fast in der Wand, nicht ganz. Ich bin mir gar nicht sicher, ist es schlau im Regen auf Fett zu starten? Das ist nee. Nicht schlau, ne? Nee, das ist nicht schlau. Das ist überhaupt nicht klug. Ich kann nicht bremsen, was ist das? Okay, laut Radardaten soll der Starkregen anhalten. Nur so zur Info, ich werde Letzter. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Sieht nicht so aus. Ja, ich will nicht Letzter werden, aber... Also, wie ich jetzt fahre, hätte mich safe... alle überholt, sogar Sirotkin hat das zusammengebracht. Ich versuche gerade irgendwie meine Reifen aufzunehmen. Das geht nicht! Ja, es geht auch nicht. Mann, ich kotz gleich, was soll die Scheiße, Alter? Oh, meine Bremsen kriege ich in kritischen Zustand, das dann aus... Oh mein Gott, ich habe mich gedreht. Ich drehe mich auch fast. Nein, jetzt habe ich Rasen, nein. Ich warte auf dich, lass dich vor. Ich hab richtig Spaß jetzt. Toll. Ich hatte 68 Grad auf allen Reifen, glaube ich. Das ist ultra kalt. Ja, ich hatte, glaube ich, 80. Soundsynchro. Man muss ja 100 haben oder so. Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall nicht zustande bekommen. Also, Leute, wenn ich in der ersten Runde nicht rausfliege, dann in der zweiten. Es kann nicht sein, ich kann dieses Rennen nicht zu Ende fahren. Ich hab da nicht mal Bock drauf, ne? Also ich fahre jetzt natürlich nicht absichtlich raus. Jetzt, wenn ich rausfliege, werde ich hier beschuldigt, dass ich rausgefahren bin mit Absicht. Nee, das nicht. Also ich fahre ganz normal. Versuch natürlich, wäre natürlich heftig, wenn ich... Oh, Bottas... Oh, Alter, Junge. Es wäre natürlich heftig, wenn ich hier in Deutschland gut fahre. Aber ich bezweifle es extrem. Oh, ich habe mit ganz viel Lupfen einen Start hinbekommen, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich drehe mich auch fast raus wie du. Ja, komm Vettel, fick dich. Jetzt kommt Hamilton. Nein, ich kann nicht mehr bremsen. Hauptsache, du schiebst mich nicht von der Strecke. Nee, da bin ich viel zu weit von dir weg. Ich kann nicht lenken, ich kann nicht bremsen, ich kann eigentlich absolut gar nichts machen. Nee, ich auch nicht, ich bin... Ich fürchtend nur am Gas. Ich will die einfach. Gas, nicht für Gas. Ich will die gar nicht überholen lassen, dann passt die Sache. Wenn die nicht vorbeikommen, dann ist mir eigentlich alles egal. Alter. Boah, holy shit. Das ist so hässlich. Ist das hart. Wer hat da noch Witz Bock, Alter? Geh doch einfach hart. Weg. Ich will nicht mehr. Holy shit. Oh, komm mal um die Kurve rum. Ich bremse eine halbe Stunde früher, ne? Ich kann nichts fahren, ich kann mein nicht fahren. Auto links, rechts, links, rechts. Aber wir gewinnen ultra Abstand zu Vettel. Oder Raikön ist es. Oh mein Gott. Oh Junge, ich hab immer so Angst. Raikön ist es. Will ja nicht so wie Vettel in echt einen Abgang machen. Guck mal, wie langsam ich fahre. Eigentlich müsste es wieder gelbe Flagge geben mit dem Tempo, was ich fahre. Oh mein Gott, ich krieg mein Auto gerade noch so unter Kontrolle. Ey, ich bin gerade fast raus. Also es fühlt sich so unglaublich langsam an. Ich bin links raus, dann rechts Alter. Raus und ich habe mich irgendwie noch gerettet. Hey, lass mal DRS machen, Alter. 20 Sekunden langsamer. Oh nein. Ich traue mich gar nicht auf die Karte zu gucken. Ja, die sind jetzt richtig nah an mir dran, weil ich diesen absoluten Fehler gemacht habe. Krass, dass ich den Fehler zum Glück noch irgendwie ausbaden konnte, ne? Also es hätte mich jetzt ultra rausdrehen können. Hat es zum Glück nicht. Leute, das wird ein richtig hartes Rennen. Vettel zieht an mir, Raikön zieht an mir vorbei.
Ich lasse ihn nicht. Ich lasse ihn nicht und rutsche raus. Ich bin aus der Kurve rausgerutscht. Mach Hauptsache Punkt, also du darfst nicht kaputt gehen. Nicht kaputt. Die Wahrscheinlichkeit, gehen, dass ich kaputt gehe, ist aber ziemlich hoch. Nicht kaputt gehen, bitte. Rein können, leckt mich einfach. Ich zweifle an dir vorbei, das juckt mich überhaupt nicht. Gelbe Flagge. Das, ich hab Rein können irgendwie weggerammt, glaube ich. Hups. Raikön ist vor mir, oder? Ist Raikön vor mir? Hä, bist du behindert? Du bist Erster. Nein, ich meine insgesamt. Ach so. Ja, der ist Erster, glaube ich. Nee, Bottas ist jetzt Erster. Bottas hat ihn überholt, er ist Zweiter. Ja, genau, und Vettel ist, das ist total krass. Ich habe den gedreht, Alter. Ich habe nicht mal eine Verwarnung bekommen, aber ich bin ein bisschen gegen ihn gefahren und dann ist er auf einmal weg gewesen. Der ist jetzt Letzter gerade. Ja, ist ja voll gut. Ich brauche mich gar nicht auf die Karte zu gucken, irgendwie, weil ich brauche die absolute Konzentration gerade. Das ist doch voll gut, dass ich den jetzt weg habe, Alter. Weil bis der vorkommt von dem letzten Platz, das wird hart für ihn. Wetterbericht. Irgendwie, ich habe Vollgas gedrückt, Alter. Wie irre bin ich denn? Alter, wieso funktioniert der Boxen? Wetterbericht. Gerade bei mir wieder nicht. Okay, er macht bei mir auch nichts. Wetterbericht. Wetterbericht. Er macht nicht. Sag mal ruhig. Okay, er sagt, es wird auf jeden Fall noch anhalten. Ob Intermediates oder Regenreifen besser sind, ist schwer zu sagen, sagt er. Danke dafür. Also theoretisch könnte man auf Blau wechseln, wenn man Lust hätte. Vielleicht sind die besser. Das war so seine Aussage, aber er weiß es auch nicht. Immer diese eine Stelle. Es ist so ein Mittelding zwischen Intermediates und den anderen, hat er gemeint. Ich glaube, bei mir ist gerade in echt, in Berlin ist gerade Weltuntergang. Ja, bei mir scheint die Sonne. So laut, Alter. An. Bei mir scheint tatsächlich die Sonne. Alter, auf jeden Fall regnet es in Berlin gerade heftiger als hier auf der Strecke. Was, als ob. Ist so, ohne Witz. Ne, ohne Spaß, bei mir scheint die Sonne gerade, Alter. Ist das laut, Alter, krass. Junge, dieses Ambiente, das passt perfekt zum Rennen. Mega nice, das haben wir gewollt. Also wenn du so weiterfährst, bist du auf jeden Fall Erster. Ja, wenn ich mal keinen Fehler mache. Es gibt immer diese eine Kurve, wo ich, glaube ich, einen Ticken zu doll oder zu früh aufs Gas gehe und ich rette mich immer irgendwie wieder, aber... Junge, ist das laut. Aber irgendwie trotzdem, wenn es mich dann einmal raushaut, da ist auch eine Bande in der Nähe. Gute deswegen, Voraussetzung. Ja. Das ist sehr geil. So letzte Runde des Rennens. Ja. So, also. Oh nee, Alter, dann hätte ich überhaupt keinen Bock mehr auf noch eine Runde, noch ein Rennen. Oh shit. Dann würde ich komplett ausrasten. War ja die ganze Zeit auf Hotlap, ey. Deswegen bist du. Konnte 4 Runden auf Hotlap fahren, bis die Batterie erst leer war, weil wir einfach so langsam fahren. Deswegen bist du so krass. Ja, mich dreht's wieder fast raus. Ich bin, glaube ich, mit 50 km/h in manchen Kurven, weil ich meine Reifen wieder zurückdrehen muss, sonst haut's mich raus, echt. Ich muss mein Auto so hart kontrollieren, das ist unglaublich. Ich habe mich langsam so ein bisschen auf die Regenbedingungen eingefahren. Ich überhaupt nicht. Aber meine Zeiten schlage ich nicht mehr. Also meine zweite Runde war das, glaube ich, zweite oder dritte Runde, die ich in der Niederzeit nochmal gefahren bin. Die bekomme ich nicht mehr. Immer so ein ganz knapp drunter. Ich bin fast 9 Sekunden schon von dir weg. Ja. 12 Sekunden von Hamilton, das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich sag ja, wenn du so weiterfahren würdest, ohne Fehler, keine Probleme. Da wärst du Erster. Wenn. Ja, wenn. Wenn dem so ist, ne? Und dann gibt's noch irgendwie was mit Strategie und so, ja. Und dann... Ach, Strategie gibt's auch. Ah, das ist echt schlimm, ne? Oh, ist das hässlich. Irgendwie was mit Blau geht schief oder so, oder generell mit Wechseln.
Ich weiß nicht, wann ich wechseln soll, ich weiß nicht auf was. Ja, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, wann. Ich glaube 17 oder so hat er gesagt. Ey, ich habe echt verdammt viel Glück und ich muss gerade auch Können beweisen. Sonst hätte mich das fast rausgehauen. Er sagt mir gerade 20 Minuten noch mindestens. Junge, da hast du doch die Zeit geknackt, Alter. Stimmt, und zwar ziemlich heftig sogar. Er sagt noch mindestens 20 Minuten starken Regen. Ja, das ist das Maximale, was er überhaupt ansagen kann. Ich glaube, es regnet durch. Das kann tatsächlich sein, aber das ist echt... Warum so hässlich, Alter? Warum? Das kann doch nicht sein, ey. Das ist die erste Aufnahme. Sonnenvolles, nee, hat mir voll nicht. Wenn, dann sind wir rausgeflogen vorher. Ja. Das ist so echt. Es kann einfach nicht sein. Das ist das erste Rennen, was wir heute aufnehmen. Fahrer hinter mir. Mein Boxenfunk funktioniert einmal nicht. Was? Mann, so funktioniert das heute wieder nicht. Das ist das erste Rennen, was wir aufnehmen und dann so eine Scheiße, ne? Kotze ich doch schon wieder alles voll. Bis jetzt okay. Ja, richtig geil. Es ist wenigstens gerade keiner in meiner greifbaren Nähe. Du bist ein bisschen weiter weg, Hamilton ist ein bisschen weg. Wo es natürlich nicht zu krass weg ist. Ja, du hast gerade eine Sekunde aufgeholt. Ja, ich fahre gerade gut. Deine aktuelle Zeit sollte ich auch knacken, wenn du die nicht noch verbesserst. Die Runde zumindest nicht. Weil ich habe meinen ERS wieder hochgestellt, deswegen. Bin ich anscheinend gerade krass. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Es ist so anstrengend, wir sind erst in Runde 7. Es ja, ist so anstrengend. Wieso erst Runde 7? Ich hab gar keine Lust mehr, Alter. Mann! Bullshit. Auto, fahr schneller. Ja. Ich will einfach weg von den anderen. Weg komplett, Alter. Geh doch einfach nach Hause. Hamilton hinter mir, verpiss dich. Ich will an die Box gehen und Erster bleiben. Ich will nicht bei diesen Wetterbedingungen wen überholen, das wird einen absolut aufhalten, ja, glaube ich. Aber Raikön macht es gerade ganz Zeit gut, verlieren. Der ist schon auf jeden Fall. Kommt er ran? Der wird auf jeden Fall noch. Oh, Scheiße, Scheiße. Ich hab gerade ein Schild kaputt gemacht. Cool, steht nicht mehr da. Vorhin war es noch hier. Alter, du hast Roboter und zwar absolut. Ist ja eine neue beste Zeit geworden. Jetzt habe ich so einen Scheiß gemacht. Boah, ich muss hier mal aufpassen, ey. Was mache ich denn? Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Also, falls du mich irgendwie hörst mit meiner krassen Roboterstimme, ich versuche jetzt weniger zu reden. Red einfach du. Dass jetzt keine Totenstille ist, red du. Also, okay, unser Abstand bleibt so zwischen 8 und 9 Sekunden sehr konstant. Wir fahren ungefähr gleich gut. Oder gleich schlecht. Aber der Abstand zu Hamilton, der wächst immerhin. 16,8 Sekunden habe ich, das heißt, wirklich, ich meine, wenn du nach dem Boxenstopp irgendwie auf Platz 1 fällst, ist mir das egal. Aber ich will, wenn ich an die Box gehe, oh mein Gott, hat sich meine rausgehauen. Dann will ich vor den Bots bleiben. Oh, Bottas hat Hamilton überholt. Jo, ich sehe es. Das DRL-Schild ist jetzt einfach weg. Das arme DRL-Schild. Ja. So. Jetzt gucke ich mal. Traue ich mich das? Perfekt. Runde, ja, zwischen 17 und 19 soll ich in die Box und meine Reifen, ja.
Ah, das sollte hinhauen. Boah, das fährt deutlich besser auch als Hamilton. Okay. Machen ja auch nur einen Boxenstopp, das heißt, ja, Runde 17 wäre logischerweise genau die Hälfte. Okay. Ja, dann jetzt noch 7 Runden. 8 Runden. Ach, also, nur noch. Nur noch 8 Runden nochmal, fast das Doppelte, wie wir bis jetzt gefahren sind. Also Hamilton wurde jetzt überholt von Vettel und von Bottas und die hauen richtig rein. Die sind deutlich schneller als Hamilton, also Hamilton hat die bisher aufgehalten anscheinend. Dann nochmal eine halbe Sekunde verloren, oh mein Gott. Ist die Strecke rutschiger geworden oder was ist jetzt hier los? Offensichtlich, wenn du auch Zeit verlierst. Ich habe jetzt gerade nochmal, obwohl ich am Tal am Rutschen bin, nochmal eine Sekunde auf dich gewonnen. Wir sind jetzt bei 10 Sekunden. Strecke muss. Oder die Reifen werden jetzt schlechter. Das kann auch sein. Eins von beiden. Verdammt. Wetterbericht. Oh mein Gott. Wetterbericht. Sieht nicht so aus, als ob sich das Wetter bald ändert. Wir rechnen mit mindestens 20 Minuten starkem Regen. Termine zu Regenreifen sind im Moment sicher gleich. Fahrer hinter mir. Okay, er hat mir gerade gesagt, sieht nicht so aus, als würde sich das Wetter ändern. Und Intermediates und Regenreifen sind gleich gut. Ja, krass. Also das Wetter ist so für Intermediates scheiße und für Regenreifen auch. Ah, meine Box hat mir gesagt, dass ich vorsichtig sein soll. Mein Grip wird bald nachlassen, ja, das merke ich schon. Der Grip nachlässt. Eigentlich war das ganze Rennen zwar nicht da, aber jetzt ist er noch weniger da. Das wollen wir doch hören. Ja. Das freut einen. Ich sind mal bei 11 Sekunden. Bei Regen verliert man aber, glaube ich, würde ich das mal schätzen, nicht so viel Zeit in der Box. Ja, das kann sein, weil da fährt man halt. Na, in der Box fährt man ungefähr halt gleich schnell, aber alle anderen fahren halt viel langsamer um die Box herum. Und naja, ich habe aber trotzdem nicht vor, zwei Boxenstopps zu machen. Aber die, die zwei Boxenstopps machen, verlieren eigentlich nicht so viel Zeit. Wäre dann ungefähr jetzt so Runde 11, 12, um die Zeit an die Box zu gehen, wenn man zwei Boxenstopps macht. Aber will ich nicht. Weil dann würde ich hinter Bottas fallen, wahrscheinlich dann auch hinter Vettel. Oder was sagt meine Rang nach Boxenstopp 2, sagt es mir. Und 20 Sekunden Abstand. Okay, krass, das reicht jetzt scheinbar sogar direkt mit ein. Krass.